Damit öffnen wir das erste Türchen unseres Adventkalenders. Heute mit der Challenge. Schaffe ich es, alle Formel 1-Weltmeister und Konstrukteure der Formel 1-Geschichte zu erraten, um da noch einen kleinen Twist zu machen. Wir fangen bei 2023 an und arbeiten uns dann nach 1950 durch. Abonniert gern kostenlos für den Daily Adventkalender. Macht doch gerne das Plus wegen des Herzens auf TikTok und macht doch gerne den Minutenweg. Let's go, würde ich mal starten, los. Verstappen ist, glaube ich, eine gute Aktie. So, next. Hä, was ist denn das für ein komisches Quiz? Gut. Zurück nochmal mit dem ersten Anfänger. Start. Gut, ich würde sagen, da war es auch. Verstappen natürlich und auch hier Verstappen. Wir wissen aber auch, dass es 2024 Verstappen war. Hier haben wir dann Hamilton, dann natürlich nochmal Hamilton, dann natürlich nochmal Hamilton, dann natürlich noch, warte mal, Hamilton. Hier Rosberg natürlich. Da haben wir Hamilton. Okay, mir gefällt das Quiz auf jeden Fall. Auch hier nochmal Hamilton. So, dann haben wir den Sepp. Es wird auf jeden Fall abwechslungsreicher ab den 90ern. Auch hier Vettel und nochmal Vettel. Gut, da haben wir jetzt mal die, sagen wir mal, Mainstream-Shit-Boys. Jetzt haben wir den Jenson Button im Braun GP damals. Ja, ich sehe hier zwar die Teams, aber das Problem ist, ich merke mir das sowieso nicht. 2008 Hamilton, Ferrari, Raikkonen. Dann haben wir hier Alonso und nochmal Alonso. Hier haben wir dann Schumach. Gut, ich kopiere mir das, weil ich will es nicht immer wieder eingeben. So, und auch hier natürlich nochmal Schumacher. 1990, 1998, 99, mein Geburtsjahr. Tatsächlich ist das einer meiner absoluten Lieblingspiloten. Das ist der Mika. Und auch hier nochmal. Der hat einen Doppelpack durchgemacht. 97 Villeneuve. Jetzt wird es dann schon mal ein bisschen tricky, würde ich sagen. Mansell? Nein, Blödsinn. Das war Hill. Da ist jetzt Benetton nochmal. Steuerung vor R. Und hier haben wir dann Williams. Da haben wir den Hillboy. Wer ist 93? War das Prost? Tatsächlich, das hätte ich nicht gedacht. Dann haben wir hier aber mal den Hill. Ah, Blödsinn, mich deppert. Das ist natürlich der Senna. Auch Prost? Nein, 92? Nein. Senna ist es auch nicht. Ist es Prost? Williams 92? Nein, es ist Mansell. Mansell hat in der Ära von Prost und Senna gewonnen. Das ist Safe Senna. Das ist auch Safe Senna. Das hier ist wieder Prost. Und das hier ist Senna. Genau, jetzt haben wir diese glorreichen Zeit. Oh, wie gern würde ich diese Zeit erleben. Also das war er vom Lance-Fan 87 Williams. Das könnte dann Mansell. Ah, ne, nicht Mansell, wie heißt der? Piquet? Genau, das ist, glaube ich, auch Piquet. Ist er nicht zweimal hintereinander? Nein, McLaren. 1986 in McLaren. Okay, wem haben wir denn dann noch? Prost kann es nicht. Na, warte mal, wie oft haben wir den Prost? Einmal, zwei. Nein, das ist Prost, natürlich. Und das ist, glaube ich, auch Prost. Genau. Und dann haben wir 84. Ist das nochmal Prost? Nein, das geht ja nicht. Okay, hier könnten wir jetzt dann tatsächlich in Brabham. Wer ist 1984? Ist das jetzt? Piquet vielleicht noch? Ja, es ist Piquet. Oder? Nein. Ich weiß auf jeden Fall, dass 2, kann ich 82 anklicken? Ja, das ist Piquet. Ganz bestimmt ist das 81? Okay. Okay, gut. Und 79 war dann Andretti. Genau. Nicht? Was? Bin ich deppert? Hier ist Lauda natürlich. Oh mein Gott, das ist peinlich. Das ist verdammt peinlich. Das ist echt peinlich. Das ist verdammt peinlich. Und 82 könnte es auch Piquet gewesen sein. Ich habe nur keinen blassen Schimmer. Wem wir hier haben,
Ja, wir gehen mal auf Next 1980. Wer war denn hier noch? Fittipaldi. Fittipaldi war in den 70ern auch tätig. War Andretti, war das Andretti? War hier Andretti? Nein. Ah, okay. Okay, wenn man das Quiz so spielt, dann ist es verdammt schwierig. Denn ich weiß natürlich, wir haben hier 1950 Fangio, ganz, ganz klar. Nein, Farina. Farina, ganz, ganz klar. Dann haben wir hier Fangio, ganz klar. Alberto Ascari, mit diesen Namen kann man nicht auf was anfangen. Tito, auch hier Ascari. Dann haben wir hier mit Mercedes zwei Teams Weltmeister geworden. Das ist auch eine interessante, also das ist wahrscheinlich eins. Das ist dann auch Fangio. Dann haben wir Mercedes Fangio. Und auch im Ferrari Fangio. Fangio. Ah, okay. Fangio. Gut, dann haben wir die fünf Titel. Das sind erst vier Titel. Nein, das sind fünf. In Ferrari 1958 Surtees. Nicht Surtees. War das dann... Warte mal, im McLaren hier unten irgendwo. Das müsste Dennis Holmes. 76 Hunt. Gut, dann haben wir hier 77 Ferrari. Ist das Alesi? Wurde Alesi jemals Champion? Ich glaube nicht. Tyrell, da haben wir auch noch viele. Emmers musste auch jetzt hier mal kommen. Fittipaldi. Nein, da habe ich mich verschrieben. Fittipaldi? Nicht? Irgendwo, der ist doch mit irgendeinem Scheißauto gefahren, 79. Mit was ist Andretti gefahren? Ist Andretti nicht mit Lotus gefahren? Ich glaube schon, ja. Dann ist hier Fittipaldi. Fittipaldi. Verdammte Scheiße, Mann. Wo ist Fittipaldi? Gut, gut, nicht hier. Dann ist er das, auch nicht. Dann ist er das, nein, das hier. Und ein drittes Mal, warte mal, Lotus, McLaren, Matre ist das sicher nicht gefahren. Dann hier vielleicht, oder hier, okay, hier auch nicht. Mann, der ist dreimal Weltmeister, das, nein, der ist doch nur zweimal, bin ich deppert. Ferrari, Piquet ist es nicht, gut. Im Williams ist Piquet safe nochmal Weltmeister, wir haben schon, nein, eins, zwei, nein, also Piquet drei, passt, 82. Ich weiß, dass hier irgendwo im Ferrari, das könnte im Cooper, wer ist im Cooper Climax gefahren? Da sind wir schon 59, war das schon Stewart? Stewart? Ich bin mir unsicher. Ich glaube, der ist im Tyrell auf jeden Fall gefahren. Wo ist der Tyrell? Im Matreiser gefahren. Nicht im Schreibt man den mit T, genau. Jackie Stewart, der ist Cooper, könnte, na, das ist viel zu früh für ihn. Ferrari fährt, ich finde das Quiz verdammt schwierig, wenn man das so machen muss tatsächlich. Also bis 1983 sind wir easy durchgekommen, jetzt wird es tatsächlich schwierig. In den 50ern, aber vor allem auch in den 60ern, da liegt die Schwierigkeit. Und dann mir kaum Piloten einfallen, die in den 60ern rasiert haben. Stewart war bestimmt auch hier. Stewart, genau. Und ich denke mal auch 73 in Tyrell war er, genau. Da war er auch. So, dann fehlt uns hier Brabham mit 67 und 66. Ein Ferrari-Pilot in 64. Hier ist irgendwo Dennis Harden zu Hause. Kein Plan. Echt nicht. Wie man den schreibt. Ah, hier irgendwo ist Dennis Harden. Der ist in den 70ern. Ist hier vielleicht Harden? Harden? Nein. Ich weiß nicht, wie man diesen Idioten schreibt. Gib mir mal kurz. Nein, scheiß drauf. Wir werden das alles runterspielen tatsächlich. Im 1968 Lotus. Ich blamier mich, wenn ich hier keinen einzigen weiß. 67, 68. Wer ist in den 60er Jahren gefahren? Lass mich mal kurz überlegen. Jackie Stewart natürlich. Aber eher 70er, 60er Jahre. Jochen Rindt, 1970, ganz genau. Jochen Rindt, 68 Lotus. Wer könnte dann hier noch gefahren sein? Gegen wem ist denn... Carlos Reutemann wurde nie Champion. Im Cooper kann ich mir jetzt bei weitem nicht vorstellen, wer hier Champion wurde. Und ich glaube, ich gehe mal hier auf Give Up. Ich meine, Ferrari 77, das sollten eigentlich noch reinfallen. Ist das nicht auch Lauda? Genau. 79 Ferrari und Williams. Im Williams, Brabham. Brabham, Williams.
Ich denke mal hier 79 oder ich glaube 82 ist Dennis Harm. Aber ich habe keinen Plan, wie man den schreibt. 58 ist safe. Mike Hawthorne oder wie man den schreibt. Nein. Hawthorne? Irgendso schreibt man den Idioten. Hawthorne? Keinen Plan, wirklich nicht. Ich weiß es nicht. Keinen blassen Schimmer. Im Cooper Climax, wer ist hier gefahren? 60er Jahre. Könnte hier... wir gehen mal auf Gewab, Leute. Und wir warten mal ab, welche ich Idiot hier vergessen habe. Ich weiß, dass John Surtees auch noch in den 60er waren, aber Eke Rosberg, ganz klar. Alan Jones, so heißt er. Nicht Harm. Harm war hier 67. Jim... Idiot. Und Phil Hill, ja, auf den wäre ich nie im Leben gekommen. Jack Brabham im Cooper und Mike Horton. Ich war sogar richtig mit 58. Gut, wir springen mal zum nächsten Quiz. Fangen mit dem zweiten Quiz. Maserati, nur mit einem T? Nein. Es ist safe. Gut, Cooper auf jeden Fall. Genau, Cooper Climax. Dann haben wir Ferrari, natürlich mit 16 Titeln. Natürlich Mercedes, aber auch McLaren, aber natürlich auch Red Bull. Honda hatten wir auch mal. Da zählt nicht das Konstrukteur, okay. Alonso natürlich mit Renault und Jenson Button mit Brown GP. Dann haben wir mal bis 2000 alles abgedeckt, bis 98 sogar. Gilles Villeneuve, Williams, natürlich, darf man die nicht vergessen. Die haben überwiegend in den 80ern unpassbar rasiert. Michael Schumacher, 1995 mit Jordan tatsächlich. Nein, es waren die anderen. Benetton, genau so haben die geheißen. Benetton. Gut, und wir sind schon in den 70ern angekommen. Mario Andretti mit Lotus, ganz klar. Auch in den, boah, die haben in den 70er und 80ern so rasiert. Jackie Stewart, der war mit dem Tyrell, wie schreibt man die denn? Mir fällt das nicht ein. Dennis Hulme, mit was ist Dennis Hulme denn gefahren? Der ist, wir hatten hier auch noch Matra, genau, mit Dennis Jackie Stewart gefahren. Dann haben wir bei Dennis Hulme Climax, gibt's das? Climax? Haben wir gesagt, Ford war doch auch mal dabei, ist auch kein Konstrukteur. Maserati, Mantra. Nein, die heißen nur Matra, glaube ich, oder? Hatten wir die jetzt schon? Ja, Matra hatten wir schon. Jackie Stewart, Sterling Moss ist mit dem Silberpfeil gefahren. Maserati. Nein, wie heißen die anderen? Die anderen sind die Alfa Romeo. Alfa Romeo. Nicht dabei. Gut, das geht auch nur bis 58. Phil Hill war Ferrari, Graham Hill war, ja, es sind wieder die ganz einfachen Teams, Tyrell, egal, wir gehen mal auf Give Up und gucken mal das Ganze, gucken wir uns das Ganze mal an, Vanwell, ja, BMW, ich nehme Brabham, okay, wie schreibt man Tyrell? Mit 2R. Macht das Plus, wenn ihr das Herz rührt. Morgen öffnen wir Türchen 2 und lasst euch überraschen. Folgt dafür gern für mehr.